Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Minibeck Nano Aquaristik, dem Onlineshop für Zwergkanierenhaltung. In diesem Video soll es um die immersen Pflanzen gehen, ein Thema, das ja in der Aquaristik sehr beliebt ist. Kurz zur Erinnerung, was sind immerse Pflanzen? Immerse Pflanzen sind Pflanzen, die außerhalb des Wassers wachsen, beziehungsweise die Teile der Pflanze, die außerhalb des Wassers wachsen. Die Wurzeln oder die Rhizome können im Wasser sein, die Blätter können außerhalb des Wassers sein. Die Wurzeln sind somit dann submers und die Blätter, die wachsen dann immers. Es gibt auch Pflanzen, da kann es durchaus sein, dass einige Teile der Pflanze, zum Beispiel die Blätter, unter Wasser sind. Und einige Wurzeln aber über Wasser, also an Land wachsen, die Blätter aber hineinragen ins Wasser. Das ist ganz unterschiedlich. Man sagt ganz einfach, der immerse Teil ist der Teil, der außerhalb des Wassers wächst und der submerse Teil ist der Teil der Pflanze, der innerhalb des Wassers wächst. Das kennen wir ja von den Wabikusa. Ich habe hier zwei Stück stehen. Wabikusa sind kleine Becken oder kleine Gefäße, in die wir eigentlich unsere Aquarienpflanzen an Land wachsen lassen oder in einer kleinen Sumpflandschaft wachsen lassen. Ursprünglich hat man dafür tatsächlich nur Aquarienpflanzen benutzt. Später hat man dafür dann auch nochmal Zimmerpflanzen genommen, um da noch mehr Vielfalt hineinzubringen. Eigentlich, ganz klassisch gesehen, ist ein Wabikusa aber tatsächlich eine kleine Sumpflandschaft, ursprünglich auch so eine kleine Kugel gewesen, die wirklich nur mit Aquarienpflanzen bepflanzt worden sind. Denn die meisten unserer Aquarienpflanzen sind keine rein submersen Pflanzen, sondern das sind eigentlich ursprünglich Sumpfpflanzen oder Uferpflanzen, die zum Teil auch dann mal in ausgetrockneten oder überschwemmten Gebieten gewachsen sind, die also wirklich beides können, submers und immers wachsen. Und in den Gärtnereien werden auch viele Aquarienpflanzen erst einmal immers gezogen und dann später in den Aquarienläden dann submers gehalten. Also sie werden dann umgestellt. Und genauso umstellen kann man sie dann aber auch wieder auf den immersen Wuchs im Wabikusa. Funktioniert sehr gut, kennen wir alle. Aber eigentlich ist das gar nicht Thema dieses Videos, sondern ich möchte mit euch über immerse Pflanzen aus dem Bereich der Zimmerpflanzen sprechen, die wir für unsere Aquarien nutzen und in unsere Aquarien einsetzen können. Das ist zum Beispiel hier so eine kleine Insel, die ich gebaut habe. Wie ich dieses Aquarium eingerichtet habe, könnt ihr in dem verlinkten Video in der Infobox sehen. Das findet ihr auch in meiner Playlist über Aquarien. Das ist eins meiner ersten eingerichteten Aquarien, die ich hier hatte, damals auch im Laden. War gleich am Anfang das Schauaquarium. Und es ist ganz simpel gemacht. Ich habe einfach ein Filternetz mit Lavasplit und Bodengrund, in dem Fall dann Soil, befüllt und das Ganze dann bepflanzt mit den Pflanzen und hineingesetzt ins Aquarium und schon hatte ich meine kleine Insel. Wie ich das genau gemacht habe, zeige ich euch in dem Video von damals. Ihr müsst mir verzeihen, die Schnitttechnik und so, es ist jetzt immer noch nicht perfekt, aber es war damals noch ein bisschen schlimmer, als es jetzt ist. Also wer sich das geben will, guckt sich das Video gerne an. Es ist aber eine ganz simple Methode, um halt wirklich Zimmerpflanzen für die Aquaristik zu nutzen. Denn das sind ganz tolle Nährstoffzieher, die wirklich dann halt auch dekorativ sind und natürlich auch ganz einfach immers zu halten sind, weniger Luftfeuchtigkeit brauchen als zum Beispiel unsere Aquarienpflanzen. Dann hätte ich hier Wabikusa-Pflanzen drin, müsste ich die jeden Tag besprühen. Das brauche ich hier überhaupt nicht machen. Die wachsen halt einfach wie im Blumentopf auch. Sie profitieren natürlich dadurch, dass sie so nah an der Wasseroberfläche sind, auch sehr von der Luftfeuchtigkeit, die dann da ist. Und ja, dann wachsen sie und gedeihen und wir haben keine Probleme damit. Ich zeige euch nochmal von Namen, was ich meine. Und zwar könnt ihr hier vielleicht schon mal das Wurzelgeflecht ordentlich sehen. Hier habe ich auch noch ein paar kleine Garnelchen drin. Aber darum geht es gar nicht, sondern ich glaube, das Filternetz kann man hier noch ganz gut erkennen. Ich habe es dann nie wieder rausgenommen nach den 2 Jahren. Hätte ich das mal gemacht, dann wäre das wahrscheinlich mit den Wurzeln nicht so gekommen. Aber ich könnte das Ganze einfach nehmen und herausheben, das Aquarium umgestalten oder das Ganze in ein anderes Aquarium umsetzen, ohne groß weiter an den wirklich tiefen Wurzeln ranzugehen. Denn ihr seht hier, das Wurzelgeflecht geht ganz hinein, hier unter dem Lavasplit. Da sieht man auch noch Soil, das ist wirklich schon 2 Jahre alt.
Und ist immer noch nicht aufgelöst. Es ist relativ weich. Nicht daran kratze, löst es sich auf. Aber so an sich steht das alles noch sehr gut da. Die Pflanze hat ein paar braune Spitzen und ist ein bisschen hell, was daran liegt, dass ich hier die Verschattung wirklich schon seit Wochen runter habe, denn die Sonne knallt ordentlich hinein und ich will ja nicht, dass sie dann in meine Aquarien hineinscheint. Die sind mir eigentlich wichtiger als diese, ja, ersetzbare Zimmerpflanze letzten Endes. Aber ich zeige euch gleich noch mal ein paar Exemplare, die noch etwas besser aussehen. Ja, und so kann das Ganze dann wirklich auch umgesetzt, umgetopft werden. Und man hat damit keine Probleme. Das Einzige, worauf man wirklich achten muss, ist natürlich dieser Kapillareffekt, vor dem alle Aquarianer Angst haben. Es kann nämlich durchaus sein, dass mal Wassertropfen hier an herunterhängenden Blättern herumwandern und dann eventuell sogar, wenn man das jetzt in der Nähe des Kabels hätte, das Kabel entlang wandern oder dann halt hier, ja, die Oberfläche oder den Schrank aufquellen lassen. Das muss man immer mal wieder kontrollieren und nachschauen, dass das nicht passiert. Ist halt durchaus eine Gefahr, die dann natürlich, wenn man im Urlaub ist oder so, durchaus mal passieren könnte. Muss man ein bisschen Acht geben. Aber so an sich ist das eine einfache Geschichte. Wie gesagt, Luftfeuchtigkeit ist auch kein Problem, denn sie nehmen genug Feuchtigkeit halt über die Blätter auch auf. Dadurch, dass sie so nah an der Wasseroberfläche sind und es sind ja ganz normale Zimmerpflanzen, die dann keine so hohe Luftfeuchtigkeit brauchen, wie zum Beispiel unsere Warbikusa, die man immer dann mit Deckel halten sollte. Bei den Warbikusa ist noch mal kurz zu erwähnen, ich finde es immer faszinierend, was für unterschiedliche Wuchsformen die Pflanze dann im Emersenwuchs ausbilden kann. Sie sieht oftmals ganz anders aus als Submers und die Pflanzen sind dann auch viel kräftiger, die Blätter sind viel ledriger und größer. Nun zeige ich euch noch eine weitere Methode, wie man unsere Zimmerpflanzen in die Aquarien einsetzen kann. Es geht nämlich nicht nur so, es geht auch noch mit anderen ganz einfachen Hilfsmitteln. Aber dazu müssen wir das Zimmer wechseln und gehen einmal privat in meine Küche. Dieses Aquarium kennen schon sehr viele von euch. Das ist mein Küchenaquarium. Das ist jetzt ein Aquarium, das ich privat habe. Da halte ich zurzeit Medaka drin. Aber es geht nicht um die Medaka in diesem Video, sondern um die Pflanzen. Und zwar ist das hier einmal das Einblatt. Und ich habe hier auch eine kleine Goldfruchtpalme, ein kleines winziges Exemplar. Und diese Pflanzen sitzen, wie ihr schon seht, in einem Rucksackfilter oder auch Hang-on-Filter genannt. Die eignen sich nämlich hervorragend, um so ein kleines Aquaponik-System daraus zu machen, einfach indem man sie mit Pflanzen bestückt. Ich habe jetzt Tonkugeln genommen, die da drin sind. Man kann auch anderes Substrat benutzen. Muss einfach was schön Durchlässiges sein, dass die Wurzeln gut umspült werden. Und dann benutzen die Pflanzen halt dieses Substrat und filtern alle möglichen Nährstoffe heraus. Und das ist dann unser Filter. Natürlich kann man den jetzt nicht mehr so gut sauber machen, wie man das mit den normalen Kartuschen dann halt machen könnte. Das heißt, wenn ihr wirklich hohe Filterleistung haben möchtet, mit auch Strömung, das ist ganz wichtig, solltet ihr Strömung haben wollen, empfehle ich dazu halt noch eine Strömungspumpe oder einen anderen kleinen Filter zusätzlich einzusetzen. Ich brauche das hier für meine Zwecke nicht, denn die Medaka, die mögen keine Strömung und könnten eigentlich auch ohne Filter gehalten werden. Ihr seht, auch hier habe ich noch ein bisschen Moos an den Wasserfall gesetzt. Das wächst hier auch schon in seiner Emersenform, also auch nochmal anders, als es unter Wasser wachsen würde. Und ja, gedeiht hier auch wunderbar. Diesen Pflanzen geht es auch sehr gut, weil sie auch noch wirklich Licht vom Fenster bekommen. Auf der linken Seite ist noch ein Fenster. Und auch hier muss man natürlich stark aufpassen, dass einem hier kein Überlauf passiert. Also dass das Wasser hier auch wirklich, das ist wirklich millimeterknapp, nicht über den Rand schwappt. Manchmal sind das einfach nur ein paar Tropfen und die können fatal sein, weil man es nicht gleich merkt und dann auf Dauer natürlich Schaden anrichten. Und das hier ist das Einblatt, das auch so weiße Scheinblüten, so weiße, ja, helle Blätter. Es ist eigentlich eine Scheinblüte. Innen drin ist dann die eigentliche Blüte, so ein kleiner Blütenstand ausbildet und eine ganz gängige Zimmer- oder Büropflanze, die wir eigentlich in jedem Baumarkt bekommen können. Und da ist auch schon der wichtige Punkt, an den wir denken müssen. Wenn wir diese Pflanzen einsetzen, niemals mit der ursprünglichen Erde, denn die sind aus den Gärtnereien immer sehr gedüngt. Das sind alles Stoffe, die wir nicht im Aquarium haben wollen. Bitte die Pflanze vorher gut abspülen,
alle Erdreste, alle Substratreste herausspülen, die Wurzeln auch ruhig kürzen, da darf man auch mal radikal sein, habe ich in einigen meiner Videos schon gezeigt. Und dann erstmal eine Zeit lang in einem Glas oder anderem Gefäß auf die Fensterbank setzen und abwarten, immer wieder das Wasser austauschen. Und irgendwann, so ungefähr nach 2-3 Wochen, kann die Pflanze dann ins Aquarium eingesetzt werden. Zu dem Thema, wie man diese Pflanzen vorbereitet, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch mal in der Infobox, kann ich ja gar nicht mehr verlinken. Habt ja schon eine verlinkt, das ist immer ganz schade, dass man nicht zwei machen kann. Ich setze euch das mal in die Videobeschreibung hinein. Da zeige ich euch, wie ich im Smoothiebecher Pflanzen vorbereitet habe für den Verkauf. Ich habe nämlich früher im Geschäft auch solche Pflanzen im Sortiment gehabt, die man dann sofort in sein Aquarium einsetzen konnte, weil ich die schon präpariert habe für den Einsatz im Aquarium. Die waren dann frei von diesen Düngemitteln. Das Einblatt war damals auch immer dabei, Spatifyllum genannt auf Lateinisch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Zu erwähnen ist auch, dass der Pflanzensaft giftig ist. Das haben wir aber auch bei einigen unserer Aquarienpflanzen, zum Beispiel bei der Anubias. Also wenn man den Pflanzensaft berührt, kann es zu Hautreaktionen kommen, in seltenen Fällen. Also wenn ihr mögt, Handschuhe anziehen, wäre da eigentlich das Beste. Und den Pflanzensaft natürlich nicht kauen oder trinken. Sie kommt ursprünglich aus dem Amazonas und ist eine Staudenpflanze. Und eigentlich so ziemlich alle Zimmerpflanzen, die so staudenartig wachsen, sind auch für die Aquaponik und somit dann auch für den immersen Bereich unserer Aquarien sehr gut geeignet. Genauso auch Palmen und auch alle Farne. Eigentlich funktioniert es mit allen Farnen, wie ich bisher so erfahren habe, sehr gut. Und auch mit fast allen Palmenarten, besonders mit dieser Goldfruchtpalme. Hier habe ich natürlich so ein kleines Baby-Exemplar. Ich kann euch aber da noch andere Beispiele für geben. Dieses hübsche Exemplar hier zum Beispiel, die Goldfruchtpalme, kann auch bei uns zu Hause über 2 Meter lang hoch werden oder breit werden. Also da braucht man schon relativ viel Platz für. Die ist ziemlich, ziemlich groß. Diese hier hat über Jahre lang sehr, sehr schattig gestanden. Man sieht das an dieser filigranen Form der Blätter. Also die hat sehr feingliedrige Blätter ausgebildet und das halt über Jahre hinweg, weil sie halt das Sonnenlicht gut einfangen musste. Während diese hier ganz andere Blätter ausgebildet hat, die sind viel breiter und gröber, die hat nämlich jahrelang in der Sonne gestanden. Und das finde ich wirklich interessant, denn beide Pflanzen sind gleich alt. Ich habe sie gleich gekauft und sie sahen damals genau gleich aus. Die Goldfruchtpalme ist also sehr anpassungsfähig. Da kann man eigentlich gar nichts mit falsch machen. Ich liebe diese Pflanze. Und man kennt die eigentlich als diese ganz normale Büropalme, die überall in den Ecken von den Büros steht. Und eigentlich ist die überhaupt nicht langweilig. Also die kann man durchaus in der Aquaristik super verwenden. Jetzt sind wir wieder im Arbeitszimmer angekommen und ich möchte euch hier oben natürlich noch die Monstera zeigen, die auch bei mir im Shop zu finden ist. Das ist mein Pflanzenaquarium und herauswachsen lasse ich hier immer die Monstera. Das ist die kleine Art, die Monkey Leaf, die auch gefensterte Blätter ausbildet, allerdings nicht bis zum Rand der Blätter, sondern das bleiben halt so kleine Löcher. Wird auch Affenmaske genannt, wahrscheinlich weil das so eine Augenform hat, diese Löcher. Das ist eigentlich eine Kletterpflanze aus Südamerika und wie ihr seht, die hat natürlich hier überall auch so Wurzelansätze und man kann bestens davon Ableger schneiden und ich kann die hier super vermehren und ihr findet verschiedene Größen davon bei mir im Onlineshop. Ich habe der Einfachheit halber die Monstera einfach in die Becken hineingehängt. Man kann sie auch festmachen mit solchen Klammern. Die findet ihr übrigens auch bei mir im Onlineshop. Wenn man nur eine Pflanze hat, ist das natürlich dann auch ganz praktisch. Wenn man mehrere hat, so wie ich, und sehr oft daran muss, dann hört man irgendwann auf mit den Klammern und lässt sie einfach hineinwachsen. Und ihr seht hier auch schön die Saugwurzelausbildung. Natürlich kann man auch Saugnäpfe jeder Art benutzen. Ich habe jetzt so Ringsaugnäpfe hier. Findet ihr auch bei mir im Onlineshop verschiedene Arten an Saugnäpfen, immer im Zweierpack. Die sind natürlich auch zur Befestigung von solchen Pflanzen bestens. Und ja, ich habe das Glück, dass ich sie halt einhängen kann, weil ich sie ja an der Scheibe so ein bisschen festklemme.
Das hat natürlich nicht jedes Aquarium. Das waren jetzt die Zimmerpflanzen, die ich euch hier zeigen konnte. Wie gesagt, man kann auch Farne, noch andere Pflanzen. Die Flamingo-Blume zum Beispiel ist auch wunderbar dafür geeignet. Also alles, was Feuchtigkeit sehr gut vertragen kann, alles, was für die Aquaponik verwendet werden kann. Und das ist ja im Grunde nichts anderes als Aquaponik, was wir dann hier mit den immersen Pflanzen im Aquarium machen. All diese Pflanzen können verwendet werden und natürlich alle, die staudenartig wachsen oder die mit Rhizomen wachsen oder halt solche Kletterpflanzen, wie zum Beispiel auch die Efeutute, die ist auch wunderbar dafür geeignet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Vielleicht findet ihr ja auch was bei mir im Onlineshop auf www.minibeck.de und ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis bald!